So, liebe Leute, die dritte Liga ist auf dem Weg Richtung Finale. Wir spielen jetzt Spieltag Nummer 35 und da ist der Gegner der 1. FC Saarbrücken. Und dann geht es um DFB-Pokal im Halbfinale gegen Stuttgart und vielleicht das, was die Zukunft noch bringt. Ja, Real Madrid, die wollen wir frühestens in 3 Jahren haben. Erstmal geht es halt, wie gesagt, wichtig, erstmal. Das erste Ziel, der erste Schritt ist geschafft, der Aufstieg in Liga 2 und da wollen wir natürlich dann wieder hoch in Liga 1, aber jetzt heißt es erstmal Saarbrücken und da muss ich wieder ein bisschen rotieren, weil natürlich der nach Stuttgart kommt und die wollen wir natürlich packen, die müssen wir schlagen, ne? Das ist halt. So, Siegrist rein. Wo ist der Jua mal hinten links verteidigen lassen? Strelimamba, den lasse ich jetzt gerade mal ein bisschen außen vor, kann aber auch. Ja, komm, ich will mal mit Link auf rechts außen, damit der Krüger auch mal ein bisschen Luft hat. So. Lukas, Jonas Karls mal reinsetzen für Kola Sinak, wenn ich also unbedingt behalten will. Joe mal auf die Bank setzen, Benitez mal auf die Bank setzen. Ah, so passt das erstmal, dass jemand einfach mal auch Leuten ein bisschen Luft lässt. Oh, ich lasse mal den Joe spielen. Der kann das auf der rechten Seite ein bisschen besser spielen als der. Mama, ich tut mir leid, dass ich den jetzt nicht reinsetzen kann, weil ich unbedingt auch die Torjägerkönnung für die beiden Jungs da haben will. Ja, und wir spielen das Heimspiel gegen Saarbrücken und hoffentlich ne, diesmal nicht mit der Niederlage. Das letzte Mal, wo ich so krass rotiert habe, haben wir das Ding nicht verloren. Also gut, das war damals gegen Meppen, habe ich rotiert und jetzt auch gegen Magdeburg. Und da haben wir ja 4-3 noch verloren am Ende. Aber gut, passiert halt. Hat auch keiner erwartet, dass wir in der Rückrunde alle Spiele gewinnen. Und das haben wir auch nicht geschafft. Also, glaube ich, fast alles haben wir gewonnen. Aber. Na gut, egal. Sei es drum. Sehr souveräner Aufstieg am Ende. Das ist das Wichtigste. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie. Spieltag Nummer 35, Saarbrücken. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Es könnte ein klasse Spiel werden, Buschi. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Es geht gegen die Tabelle 13. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Naja, Wolf, hast du auch gesehen. In der Liga hat er immer getroffen. Und das erwarte ich heute auch von ihm. Diese Torgefahr, dieses Knipsen, dieses Budenmachen. Ja, und das soll er heute machen. Die Anfangsformation der Schalker. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereiche. So, da spielen unsere Jungs. Flexibilität. Das sind natürlich Experten, wenn es darum geht, den Gegner gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen, Buschi. Ja, das ist schon immer wieder beeindruckend, wie viel Druck sie aufbauen, wie sie den Gegner einschnüren, wie sie ihn zu Fehlern zwingen. Und das wird heute die Strategie sein. Hier herrscht wieder mal eine Riesenatmosphäre. Und das macht so Spaß, hier dabei zu sein. Klasse, wie die Fans auch heute wieder mitgehen. So, los geht's. Spiel Nummer 35, Heimspiel gegen Saarbrücken. Das könnte fast das, ich glaube, das ist das vorletzte Heimspiel für diese Saison sogar. Ja, da ist natürlich jetzt keiner, weil die da hinten alle stehen. Sie verlieren den Ball. Naja, schauen einfach, wie es läuft. Ich habe ein bisschen Konzentration sogar schon auf das Spiel nächstes danach.
gestellt. Und ja, es war übrigens Abseits. Ist ein Augenblick zu früh losgelaufen. Was ist so? Hashimeru Mercan. Ja, hat er gut gemacht, definitiv da ein bisschen. So, die Balleroberung hier in der Defensive. Ja, gerade die haben sich das Spiel gegen Magdeburg wahrscheinlich angesehen, dass sie da viel Druck machen. Wieder mit Glück da vorbei. Blockt den Schuss erstmal. Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Happy, erstmal. Aber der Ball der Nacht. Jetzt die Gelegenheit. Und die erste Riesenchance für den FC Saarbrücken, für den Tabellen 13. Pieper. Jetzt haben wir Skowinanski vielleicht jetzt mit seinem ersten Tor in dieser Saison für dieses Spiel. Und das ist die erste Chance der Schalker. Saarbrücken nutzt seine Chance nicht, die Schalker nutzen sie. Und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Ja. Hier nochmal dieser Treffer. Und Kobylanski macht sein Tor und das ist das 34. Saisontor. Kriege ich auch noch die 40 voll? Das ist meine große Frage. Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Also die zwei werde ich auf jeden Fall die ganze Saison jetzt durchspielen lassen. Unabhängig jetzt von Liga und aufs Pokal ist oder so. Wichtig ist halt in der Liga, dass wir da, dass ich einen auf die 40 Tore bringe und den anderen zum Torschützen zum zweiten noch mache gegenüber Burgstaller. Der auch schon 23 Tore gemacht hat, der gegen St. Pauli für St. Pauli getroffen hat. Momentan. Chance war da, den durchzukriegen, aber die Saarbrücker haben uns. Abseits, Abseits, Abseits. Das ist das zweite Mal jetzt in Folge, dass der Außenmannspieler da ins Abseits läuft. Kobylanski. Kobylanski, auf! Scheiße! Ich dachte, den kriegt den da durch. Gambula, der das Ding nicht versenkt. Ja, die sind zur Stille, machen die Räume eng und er trifft den Ball dann eben nicht mehr perfekt. Bitte mal an Eingang C4 melden. So. Ja, die Sonne macht es natürlich nicht einfacher gerade, so ein bisschen. Und wieder aber die Außen und das ist nicht. Klar, das jetzt einen Abstoß geben. Der Ball kommt nicht an. Siegrist mit dem Abstoß. Pieper. Gut gemacht. Oh, ich hab dir. Ich gesehen, dass du da durchgestarten wolltest bei Gambula. Gambula, der jetzt natürlich da den Abwehrspieler aussteigen lässt. Er pariert, aber der Ball bleibt im Spiel. Und nicht das 2-0. Und jetzt können wir uns diese Szene nochmal anschauen. Den hat er gut gehalten, der Keeper, den ersten Ball. Und den zweiten. Ist jetzt Gambula dann. Ein bisschen daneben. Platz jetzt, auf außen. Jetzt dieser Brücker. Jetzt da kommt, und Sigrid. Ja, gut. Auch der hält den Ball. Super und gut. In den letzten Minuten dominieren die Gastgeber hier eindeutig, was die. Schön gemacht, Joe. Ja, kein Foul. Beziehungsweise Vorteil. Also Foul war schon ein Vorteil. Ist es. Joe macht die Vorlage und dann ist es Gambula, der auch noch trifft. Zwei-Null. Also wenn er von da abschießen kann, dann macht er das Ding. Na hier lässt er da zwei, drei Mann stehen und dann macht er das Ding am Ende. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke Gott sei Dank, dafür. 2-0 direkt nachgelegt, das ist auch nicht ganz unwichtig.
Und da ist Gambula Tor Nummer 23 in diesem Spiel, in dieser Saison. 2-0 steht's hier. Sie machen einen Der soll halt treffen, wie er will, momentan. Wieder einfach machen die beiden davor ihre Tore. So, der Ball ist weg. Und jetzt geht der Ball über Borstuan. Borstuan. Guter Vorstoß jetzt. Ball kommt rein. Und es war Abseits, sagt er. Abseits. Ja, das war. Ja, schade. Es war Abseits. Ja, ja, ja. Alles gut. Richtige Entscheidung. Nehme ich halt so in Kauf. Ja. So, gleich ist Halbzeit. Letzte Minute der Halbzeit läuft. Und dann war's das. Pause 2-0. Steht 2-0. Auf keinen Fall ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Ja, Kobylanski gegen Mula, beide haben hier getroffen. Das ist also erstmal ein wichtiges eigentlich St. Pauli. 1-0 in vorn. Also ich muss davon ausgehen, dass der Burgstaller getroffen hat. Das ist das Problem halt. Es geht halt momentan nur um Platz 2 der Torjägerkanone, der Torjägerliste. Und ich würde sie gerne beide halt vorne drin haben. Deswegen müssen wir halt gucken, ob wir was machen. So, direkt. Keeper. Ah, der kommt nicht da vorne durch. Was macht er draus? Wendler. Nicht Wendler, sondern Wendler. Nochmal der nächste Versuch der Saarbrücker. Wo ist der Ball? Da ist er. Scheiße, ich war komplett woanders mit dem Kopf. So, jetzt wechselt auch Saarbrücken mal aus. Lukas. Silvia Gambula. Ah, den hätte er woanders spielen müssen. Oder hat er den Jody noch? Nee, kriegt er nicht. Der hat nämlich seine Vorlage ja gemacht im Spiel. Also der hat das Tor ja Gambula vorbereitet. Diesmal kommt er da nicht durch und jetzt geht's über die andere Seite. Über Borstuan. Schönes Zuspiel. Jetzt will er. Oh, war das schlecht. War gar kein Zug dahinter. Der war wichtig. Das wäre das Tor gewesen. Eine Riesenparade. So, den nehme ich mal mit die Ecke. Ecke in die Mitte. Ecke. Nee. Halbstoß, okay. Ich dachte mir, wäre noch einer dran gewesen von denen. Ja, ja. Kein Grund zur Aufregung, den hat er nicht richtig getroffen. Muss er abhaken. Was die bislang für eine Saison spielen, Wahnsinn. Und beim Blick auf die Tabelle wird das ja auch nochmal bestätigt. Sie liegt auf Platz 1. Das könnte durchaus gefährlich werden. Scheiße! Ich komme doch nicht vorbei. Den kriegt er nicht. Jetzt hat er. Jetzt haben wir ihn. Sieht gefährlich aus. Oh, jetzt macht er. 3-0, es war kein Abseits. Tor 24. Schauen wir nochmal auf die Entstehung dieses Tors. Erst der Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. 3-0 hier gegen Saarbrücken. Bloß einfach wieder vorlegen, einfach wieder was machen. So müsste 24 jetzt gewesen sein. Ja, wir sind es auch. Spätestens genau. Jetzt. Wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Die Nummer 19. Hat er gut gemacht da vorne dann. Hat sein Tor jetzt gemacht. Also sein Doppelpack heute gemacht. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Und den kommt er gar nicht durch, den Ball. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. So, jetzt haben wir Gambula, der hat sich da nicht durch. Das kann, hier. Aber da das lange Bein des Verteidigers da zu kommen. Das war dann doch nichts.
Die 16 war das. Ja, der Ball prallt nur leicht. Kurzer Blick zur Uhr. Stündchen haben wir noch. Und damit ist der Ball weg. Und da fliegt er drüber. Die Spieler bieten sich an. Jetzt haben wir. Ja, ich kriege aber auch gerade jetzt keine Möglichkeit mehr, da irgendwas zu machen. Oh, den darf der nicht so spielen. Hab ihn. So, und jetzt gibt er wahrscheinlich die Karte für den Saarbrücker. Er hat noch kein Gelb, aber es ist Gelb. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Hashimeru. Gobilanski. Silvia Gondola. Ja, wieder weggeblockt. Also die wollen jetzt gerade verhindern, dass... Die Chance jetzt. Oh, was hat der Keeper denn da? Haben wir jetzt gar nicht gerechnet, dass er den... Die Chance auf den Konter. So, jetzt ab... Da, der Konter. Das war der gut. Volley genommen. Und rein damit. Jetzt macht Saarbrücken, lohnt sich das 3-1. Besser als gar nichts, könnte man sagen. Immerhin können die Fans mal einen Treffer bejubeln. Aber auch gut, die spielt nachgesetzt, draufgegangen nach wieder. Treffer steht es nun 3-1. Ich verhindere... Ja, die verhindern nach, das nun... Hier bringt ihnen dieser Ehrentreffer natürlich nicht mehr, aber immerhin, das Ergebnis sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja, Wolf, das ist ein schwacher Trost für die Fans. Ja, ich komme aber auch nicht wirklich mehr da durch hinten. Die Nachspielzeit wird da angezeigt, eine Minute gibt es da oben drauf. Jetzt ist Feierabend, 3-1. Das Spiel ist aus, die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Sie holen hier den knappen Sieg, setzen sich durch und man hat wieder mal gesehen, wie stark diese Mannschaft ist. Ja, Sieg passt. Jetzt ist Stuttgart der nächste Gegner. Pflichtaufgabe ist am Brücken gelohnt. gelöst, so ist es richtig. So, Gambula hat ein Tor gemacht. So. Gut. Weiter geht's. Direkt. Zack, zack, zack. Jetzt hat Pauli nur unentschieden gespielt. Also gut, für uns ist es nicht schlecht. Aber wichtig ist, es geht ein bisschen um die Torjägerkanone. Ich weiß nicht, wie viel Burgstaller hat. Ob der das eine Tor jetzt noch gemacht hat. Was sind denn unsere Ziele gefährdet? Was will. Ja, was wird mir denn da jetzt noch? Ach so, Nachwuchsspieler. Ich muss Nachwuchsspieler verkaufen. Ja. 12 Millionen muss ich da irgendwie loswerden noch. Moment, ich muss weiter was gucken. Transferliste setzen. Jetzt verstehe ich, was die von mir wollen. Ich muss die beiden einfach irgendwie tatsächlich noch verkaufen jetzt. So. Gut. Nächstes Spiel ist gegen Stuttgart und das sehen wir uns an morgen an.